einen wunderschönen, erstmal kurz mein Mikro wieder richten. Diesmal mache ich es tatsächlich, wow, cool, da ist schon kurz das Ding angegangen, der Bildschirmschoner. Wir spielen gegen MindTube heute, ich werde jetzt mal schon mal suchen. Wir machen ein Kämpfchen. Gegnersuche läuft. Die Kampfmusik ist völlig egal, die ist eh gemutet. Ja, wir spielen heute gegen MindTube. Wir haben einen Gegner gefunden, das wird der MindTube sein. Gegen Felix, Wertung beginnt. Dann gucken wir mal, was er dabei hat. Ich habe keinen Bock auf Mastifioso. Oh, wer hätte es gedacht? Guck mal, das ist sogar als erstes Mon dabei. Wer hat damit wohl gerechnet? Spoiler! Ich. Ich packe das mal so hier hin. Und jetzt ist halt die Frage, was ist bei ihm im Lied? Es könnte Lamus sein. Wobei, nee, der hat keinen Teleport mehr. Lamus hat keinen Teleport mehr. Vielleicht liegt er mit Eisenrad, um die Rocks zu legen. Das kann ich sehen. Oder mit der... Mit der Westernkugel eventuell, das sehe ich potenziell auch noch. Will ich mit Bolin lieben? Bolin sehe ich sogar ein bisschen. Oder sehe ich den? Sehe ich Bolin? Oder sehe ich Quackwall? Ich glaube, ich sehe vielleicht sogar eher Quackwall, um raus zu U-turn, weil der eigentlich gegen alles ganz gut dasteht tatsächlich. Komm, wir leaden mit der Ente. Wir leaden mit der Ente. Let's go. Wie gesagt, das wird sehr, sehr schwierig einfach. Wir haben gerade schon mit Manchup geredet. Er hat gesagt, oder was hat geredet, geschrieben. Er hat gesagt, er sieht das Matchup eher ausgeglichen. Ich sehe es ein bisschen mehr auf ihm, aber wenn, bei ihm, aber wenn er halt seine passenden Mons mit hat. Und Spoiler, Mastifioso war klar, Drauran sehe ich, Eisenrad sehe ich, Amphira. Das sind halt die Mons, mit denen ich so ein bisschen gerechnet habe. Das heißt, das wird halt einfach sehr, sehr schwierig. Wenn ich verliere, habe ich einen Grund, mich heute Abend abzuschießen. Weil ich gehe nachher noch weg. Deswegen nochmal ein Dankeschön, by the way, dass wir jetzt schon kämpfen können. Okay, er will direkt die Rocks leaden. Und das finde ich tatsächlich absolut in Ordnung. Weil die Frage ist, ob er hier wirklich drin bleiben möchte. Ich glaube es eher weniger. Deswegen wir U-turnen einmal. Er ruft zurück und wir kriegen direkt die Switch Advantage. Das ist schon mal sehr, sehr gut tatsächlich, weil jetzt wird Lamus reinkommen. Und das ist Lamus. Und wir kriegen eine U-Turn for free. Und das war ein Crit. Kein Crit. Ich habe ja nicht mal Invest. Ich merke gerade, das Ding hier super gut gegen ihn tatsächlich. Aber nee, wir gehen natürlich in Traunmagil. Traunmagil ist nämlich 1 Win. Und you know what? Wir gehen auf den Delegator. Weil er kann hier jetzt nicht drin bleiben, weil sonst fängt er sich einen Shadow Ball und das will er nicht. Kann jetzt auch rein theoretisch kalken, dass das kein offensives Quackwall ist. Das heißt, glaube ich, nicht Quackwall, aber ich sag mal Quackwall. Das macht Spaß zu sagen. Aber bei Londa. Und jetzt muss er halt Angst haben vor dem Shadow Ball. Und er hat halt als Shadow Ball switchen lediglich Mastifioso. Und wenn wir jetzt mal einen Sub rauskriegen, können wir halt for free dann einmal auf den Diebeskuss gehen. Das heißt ja mal Bostiff, ne? Miss Mages. Ja, er ruft zurück, hat natürlich seine Belebekraft und es kommt wahrscheinlich Mastifioso. Das ist Luis wieder. Der geht sogar in den wieder rein. Okay, aber wir haben jetzt einmal einen Sub. Sieht jetzt auch, dass wir Sub-Lefties sind. Und das heißt für mich, wir können jetzt einmal auf jeden Fall for free auf den Shadow Ball gehen. Weil der muss eigentlich den Sub breaken. Ja, und er bricht ihn an einem Abschlag. Wir sehen auch, dass er Speed Invest hat, natürlich. Das heißt, wir kriegen jetzt for free ein bisschen Schaden auf dem drauf, was halt ganz nice ist. Wir sind auch speziell auf dem Liga, also das wird ein Turret sein, genau. Und das ist schon mal sehr gut. Er hat auch die Leftovers hier drauf. Okay. Das Ding ist jetzt, dass ich halt auswechsel, ist klar, ne? Dass ich auswechsel, ist halt klar. Kann ich? Wir haben ein bisschen KP-Invest. Iron Threats ist es. Wenn er keinen Invest hat, wenn Knockoff killt hat leider. Also ich kann halt nicht drin bleiben und ehrlich gesagt will ich es nicht riskieren. Auch wenn ich jetzt eingehe, dass er eventuell Rocks rausbekommt, ich kann ja nicht drin bleiben. Das Ding ist noch ein bisschen zu wichtig, weil es halt immer wieder einen Sub gegen Lamus zum Beispiel rausbekommt.
Und ich glaube, dass die jetzt die Rocks kommen oder bleibt safe auf dem Knockout. Jetzt haben wir zwar unsere Leftovers leider verloren, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber, such is life. So, er hat schon einmal gekalkt. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt auf eine Wasserdüse gehe. Oder ob ich wieder auf eine Kehrtwende. Weil ich kann auch for free jetzt auf eine Kehrtwende gehen. Falls er Rocks legen möchte, wäre es natürlich ein bisschen nervig. Aber muss halt immer rein, dass ich potenziell trotzdem auch ein Dings habe. Nahkampf, und den will er sich eigentlich nicht fressen. Okay, aber er legt Titansteine. Das ist natürlich für mich jetzt ein bisschen kacke, weil ich habe meine Leftovers auf der Ente verloren und die Titansteine sind da. Aber wir kriegen die Switch Advantage. Und ich meine, Armor Rouge kriegt jetzt halt Schaden, aber ich kann auf jeden Fall einmal. Hat der Dragoran immer noch da? Könnten jetzt natürlich in Bowlen gehen, um auf den Nahkampf zu gehen. Oder ich predikte was mit dem Knirscher. Und das machen wir auch mal. Wir gehen jetzt in Doggo. Schneller sind wir auf jeden Fall. Und wir können jetzt rein theoretisch einmal crunchen. Weil entweder kommt der Falknäuel rein oder halt eher Lamus. Und ich will von Lamus tatsächlich auch eine Buleo-Beere wegkriegen. Deswegen komm, wir gehen jetzt auf den Knirscher. Wir gehen auf den Knirscher und es kommt wahrscheinlich Lamus. Das ist Lamus und der wird die Buleo-Beere haben. Ja, das war eigentlich relativ safe. Und damit ist die halt schon mal weg, was ganz nice ist. Und das war sehr, sehr guter Schaden-Drop. Oh, der Drop ist wichtig. Der Drop ist jetzt halt sehr wichtig für mich, ne? Weil jetzt kann ich nochmal auf den Crunch gehen. Die Frage ist, will er das Ding jetzt schon riskieren oder lege ich jetzt Rocks? Oh, will ich jetzt nochmal crunchen? Oder will ich Rocks setten? Weil er halt auswechseln muss eigentlich. Der Drop war jetzt halt super, super wichtig. Ich glaube, 20% hat Crunch, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, ne? Steine? Er hat halt die Steine auch rausbekommen, ne? Wir haben Vierer, ist gut. Aber wir gehen auf den Kirscher. Okay, er ruft zurück. Schade. Ich hätte Rocks legen können. Mastifioso? Wanda. Das müsste Mastifioso sein. Bedroher hat. Er hat nicht Stakeout. Okay, das ist an sich für mich schon mal ganz nett. Weil jetzt weiß ich halt zumindest, dass das schon mal nicht der Fall ist. Auch Leftovers, okay. So, mich halt heißt, ich kann in meine Ente einmal gehen. Ich hätte Rocks legen können, aber ich wollte nicht overpredicten. Ich will noch safe spielen. So, wir gehen ins Soccer, er hat nicht Stakeout, also egal was kommt, es wird jetzt nicht allzu krass viel Schaden machen. Also ich weiß nicht genau, vielleicht kommt ein Double. In die Jade wieder. Okay. Damit kann ich halt wieder auf eine U-Turn gehen. Und jetzt die Frage halt, ob er Body Pressed? Eigentlich ist Traummagier jetzt halt ein sehr, sehr guter Switch-In, ne? Das Ding ist, ich will Donnersichel eigentlich nicht riskieren, weil es könnte ein Body Press kommen. Ich glaube nicht, dass ein Body Press kommt. Wenn, dann wird er jetzt eher mit einer Wasserattacke angreifen. Ich habe die Leftovers auf jeden Fall auf Dings schon gesehen. Die Leftovers sind auch da drauf. Ist der Play jetzt in Frostmoth zu gehen und auf plus 1 zu gehen? Vielleicht kommt jetzt ein Seher. Ich kann mir einen Seher sehr, sehr gut vorstellen. Donnerwelle. Die Mist. Das ist sehr ärgerlich für ihn. Also Drop und Miss, jetzt sieht es gerade leider nicht so gut für ihn aus tatsächlich. Das Ding ist, auf plus 1 kill ich nicht. Frostmoth gegen Slowbro. Der wird
Giga Drain killt halt nicht, ne? Ich müsste rein theoretisch einmal beginnen auf den Luftschnitt, um einmal in der Hoffnung zu flinchen. Okay, ne, er ruft straight zurück. Dann kriege ich ja zumindest ein bisschen Chip auf irgendwas drauf. Ivy. Oh, ist das. It's a level. Hallo. Ja, noch guter Schaden. Von Celestial tanke ich allerdings keinen Flammenwurf. Was bedeutet, wir haben keinen Giftschleim drauf gesehen. Kein Giftschleim. Ich überleg gerade. Wenn ich jetzt mit dem Ding auf plus 1 komme, dann wird es sehr, sehr gefährlich für ihn tatsächlich. 167 auf dem. Matschbombe. Kein Gift. Kein Gift. 167. Von 56 auf 18, das sind 40, 38. Der ist wahrscheinlich modest. Oder er könnte halt, wie gesagt, auch Scarf dadurch sein. Er muss halt jetzt Angst haben, ich gehe jetzt auf Tarnsteine. Er ruft nämlich zurück, dann kriegen wir nämlich auch einmal die Tarnsteine raus. Er hat zwar eine bessere Möglichkeit, die wieder wegzukriegen, aber trotzdem. So, jetzt haben wir einmal die Steinchen auch rausbekommen. Und an der Stelle gehe ich jetzt nochmal auf den Crunch. Auch wenn ich glaube, dass... Holt er ein Dublin Mastifioso? Wäre natürlich strong. Aber da chippt sich jetzt mit den Rocks langsam auch ein bisschen down. Vielleicht geht er auch straight auf den Slack off. Drin. Über 50% ist sehr, sehr guter Schaden. Killt er? Ja. Killt mit der Psychic. Was für mich aber heißt, ich bekomme halt an sich Traummagie rein, ne? Auch wenn ich Rocks Schaden bekomme, kann ich jetzt wir gehen auf den Spukball, weil wenn Eisenrad reinkommt mit Rocks, könnte das close werden und Lamus potenziell einfach zu killen wäre auch nett. Aber ich sehe jetzt, dass er Mastifioso mit Bedroher spielt wegen Roaring Moon, ne? Komm, gib mir den Kill einfach. Ich will einfach nur einen Kill haben, mind you. Oh ja, wir kriegen den Kill. Damit ist Lamus weg. Lamus weg ist schon mal gut. Jetzt kann er nämlich safe halt in was anderes gehen. Wegen Leftovers. Traummagie macht einen echt guten Job. Ich sehe, dass Bene das gerne mitnimmt. Luis. Das ist Iron Eisenrad. Ich muss jetzt halt wieder in die Ente gehen. Und das Ding ist, die Ente ist gerade sehr, sehr gut geworden, auch weil Lamus weg ist. Kriegen jetzt halt leider Rocks. Und... Er spintet tatsächlich. Oh, das war mutig natürlich, aber sehe ich auf jeden Fall. Sehe ich. Ich werde jetzt einmal auf Ruheort gehen, um natürlich selbst wieder in einer guten Range zu sein. Jetzt auf den Sub gegangen. Das ist Sub oder Shadowball wäre strong gewesen, ne?
Ich hab. Ah, es war aber zu risky. Okay, ruf zurück. Wir kriegen einen Roost wahrscheinlich gegen das Pflanzengeist, den Horeba heißt es, glaube ich. Hortensia. Da ist das Ding. Wie heißt das nochmal auf Englisch? Bramblegast. Das Ding ist, wir haben nur ein bisschen Invest. Wenn der gar keinen Invest hat, ist er trotzdem schneller. Das heißt, Iroh ist hier tatsächlich der beste Switching wahrscheinlich erstmal. Weil ich will mir keine Pflanzenattacke einfangen. Steine tun jetzt natürlich weh, blattweise. Ja, das macht guten Schaden. Das heißt, wir gehen auf eine Kehrtwende. Gegen die Switch Advantage, wir chippen uns leider ein bisschen down. Jetzt kommt wahrscheinlich Mastiffioso. Kriegt Rocks und Dings Schaden. Macht trotzdem noch ein bisschen Chip. Wir gehen jetzt in Frostmob. Und jetzt Falter reigen wir einmal. Ich kann mir vorstellen, dass das Scarf Celesel fährt, um Frostmoth zu countern, aber Celesel sollte selbst mit einem Fire Blast, glaube ich, nicht ein Frostmoth auf plus 1 Special Death. Ne, selbst ein Fire Blast würde modest, ja. Beziehungsweise modest ist es eine Rollout nur von 37,5%. Falter reinkommt. Er geht auf. Briller war strong. Briller war strong. Da hat er keine Lust, dass ich mich booste, ha? Das kriegen wir rein. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr auf minus 1, ne? So ist nicht. Das heißt, ich kann halt wieder U-Turn. Gut. Weil er denkt, dass ich Choice bin. Und da sind wir da, oder wahrscheinlich auch, weil er Leftovers Recovery haben will, ne? So ist auch nicht. Gegen Horeba kann ich mich aber potenziell boosten. Ich wüsste gerade nicht, ob das Ding irgendeine nervige Attacke hat. Ich gehe natürlich auf den U-Turn. Das macht guten Schaden. Brille haben wir gesehen, Schutzschild haben wir gesehen. Gehen wir jetzt in unsere Ente. Aber es macht nicht so viel Schaden. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr vorgestellt. Könnte ich halt prinzipiell könnte ich jetzt Ruhe orten, ne? Dann kommt da noch Horeba. Das Ding ist, das kann ich nicht mehr allein werfen. Wir gehen auf den U-Turn. Das Ding ist jetzt bald down, wenn das so weitergeht. Knuddler, Brüller. Jetzt gehen wir auf Traunmagil. Meine Unlichtattacke kommt nicht. Wenn, dann kommt ein Knuddler. 66 macht leider ein bisschen.
So, das Ding ist, er kann es eigentlich nicht riskieren, dass er jetzt auf Schutzschild geht und ich einen Sub rausbekomme. Deswegen gehen wir jetzt auf den Diebeskuss. Und damit ist das Ding weg. Und wir heilen uns wieder einigermaßen gut hoch tatsächlich. Für Dragoran habe ich noch ein bisschen Schiss, weil der hat halt Safe Boots Defense. Dragoran ist halt noch unfassbar nervig, ne? Okay, es kommt sogar das Ding rein. Ich bin jetzt am Überlegen. Der ist mir noch ein bisschen zu wichtig. Das Ding ist, ich glaube, ich brauche das hier nicht mal mehr. Hier noch ein Spukball. Shadow Sneak, das fehlt wahrscheinlich. Ich habe es noch abgespeichert. Rumblegeist. Wahrscheinlich Adamant Shadow Sneak. Ja, da muss auch nicht mal Adamant wirklich sein. Gut. Dann macht er auch so genug Schaden gegen mich tatsächlich. Er hat halt Shadow Sneak, da muss ich halt aufpassen, ne? Frostmoth kommt halt rein, aber wird wahrscheinlich langsamer sein, wenn er ein Best hat. Wir haben bisher Blattgeisel und Dings gesehen. Der hier ist auf jeden Fall schneller. Und da Mastiffioso jetzt halt nicht mehr drin ist, kann ich eigentlich relativ safe crunchen. Und das machen wir. Wir sind E-Belt. Ich gehe immer noch von einem Scarf Salazzle, by the way, aus. Ich glaube immer noch, dass er Scarf Salazzle fährt. Er ruft zurück und fängt sich jetzt mit irgendwas halt einen Knirsch ab. Ivy. Dann wird das... Killt der Knirscher? Ja, der killt. Damit ist der Lessel weg. Wenn jetzt Dragoran kommt. Das ist Dragoran. Ich hab Ibel Schuppenschuss. Enttäusch mich nicht. Oh, er hat Turbo kommt einfach so, okay. Ja. 107 hatte ich noch. Extreme Speed killt, wenn er Adamant oder so ist, halt so oder so. Ja, das killt sogar Jolly. Können jetzt in Quarkfall gehen und versuchen, Eis zu Eis kreiseln, weil ich glaube, er wird einen Fire Punch haben. Er hat halt E-Speed, das heißt, Zuko bringt mir nicht so viel. Ich merke gerade, Dragoran hat eine neue Post. Kriege jetzt halt leider ein bisschen Chip. Ich werde einmal Ruhe orten. Er hat leider noch viele Prios. Ey, wir haben drei Mon schon Daumen bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Schuppenschuss wäre jetzt natürlich cool gewesen. Ibal Schuppenschuss. Er ruft zurück. Geht in Horrorbar. Und wir sind wieder voll auf dem Ding. Und ehrlich gesagt, will ich das auch eigentlich behalten. Ich sehe tatsächlich Zuko gerade gar nicht mehr. Dafür hat er zu viele Prios. Und wenn der Blattgeisel kommt, okay. Wie auch hier kommt.
Bruchrüstung, der wird halt nicht gechoiced sein auf dem Ding. Der wird halt nicht gechoiced sein. Und I mean, ich gehe auf eine Rüstungskanone, aber der wird nicht gechoiced sein. Der kann. Oder wird das sein? Wird das sein? Er überlegt zu lange, der ist gechoiced. Der hat noch Double. Spielt der Band Hortensia? Hätte ich jetzt Psychicken sollen? Ja, nee, das hat mich jetzt aber auch richtig hart gewundert, muss ich sagen. So. Dann gehen wir in Frostmoth. Und jetzt ist die Frage, zwei Shadow Sneaks mit Dings killen. Die Chance, die ich potenziell hab. Wenn ich jetzt Falterreigen drück. Hey, warum wird denn das nicht gespeichert? Ich hab's doch eigentlich. Gegen Frostmoth. Das Ding ist, das muss ich halt wegbekommen. Ich gehe jetzt direkt auf einen Icebeam. Hat Krackwall jetzt gute Chancen? Hat Krackwall hier jetzt gute Chancen gegen Dragoran, ist die Frage. Es kommt voll drauf an, was er von Dragoran fährt, ne? Weil das Ding ist, er kann es natürlich, aber mein, genau, maybe? Das Ding ist, ich werde Ice Beamen. Hat er einen Fire Punch? Gut am Fire. So, das heißt, wir haben nur noch Quackwall. Wir sind Füster und haben keine Leftovers mehr. Das heißt, ich werde jetzt Ruhe orten, weil ich hoffen muss, dass er sich selber hittet. Oh, das war ein Crit, oder? No, der ist fucking banded. Der ist banded, okay. Der Boy ist am banded sein. Was für mich heißt, ich muss halt hoffen, dass er sich selber hittet. Ich muss hoffen, dass er sich selber hittet. Er ruft zurück. Ach stimmt, warte mal, den hat er ja auch noch. Ich hab den voll vergessen, ne? Der hat ja noch drei Stimmen. Bruder. Komplett vergessen. Ja, ich meine, ich habe nur noch einen Monster. Ich gehe jetzt auf eine Wasserdüse. Das macht nicht genug Schaden. Da wäre die Rocks so gut gewesen, ne, wenn ich die noch gehabt hätte. Ich gehe nochmal auf eine Wasserdüse. Er geht wieder auf ein Erdbeben. Das Ding ist, Dragoran kann halt so oder so reinkommen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Wenn ich auf Aqua Jet gehe und Dragoran kommt rein, bin ich tot. Wenn ich jetzt auf Roost gehe und... Nee, ich glaube, da kann ich nichts mehr machen. Ich kann jetzt natürlich roosten. Aber zwei killen ich, gehe auf eine Wasserdüse in der Hoffnung, dass es mir den Kill noch gibt. Den gibt es mir sogar noch. Und dann kann er jetzt leider in Dragoran reingehen und kann es halt leider killen. Band Dragoran, das muss doch Band Dragoran sein, ne? Also, ich bin Fistef. Also, wenn das nicht Band ist, würde mich das unfassbar wundern. Quackwall hier vor allem, wir waren auf 100%, glaube ich, fast. Yo, der Boy ist am Bandit sein, ne? Wir gehen auf Eiskreisel, er kann jetzt einfach killen, im Wutanfall. 2-0 gegen manche verloren, aber das Match wurde noch ganz gut. Also ich bin absolut zufrieden mit mir. Ich finde, ich habe es ganz gut gespielt dafür, dass meiner Meinung nach mein Matchup gar nicht mal so krass gut war. Dementsprechend,
Aquaqua hat gut Work gemacht, muss ich sagen. Es hat eigentlich viel gut funktioniert. Die Rocks wären geil gewesen, wenn Dragoran halt angechippt gewesen wäre. Aber Band Dragoran war halt strong. So, das Turbo-Tempo, die Prios waren halt leider ein bisschen nervig gegen mich. Ich hätte mich mit Frostmoth auch nicht Quiverdancen können, weil hätte ich mir einen Shadow Sneak abgefangen, hätte ich mir noch einen Shadow Sneak abgefangen und dann wäre das Turbo-Tempo eh auch noch gekommen. Deswegen da lieber das Ding rauszukriegen, in der Hoffnung, dass er halt nicht banned ist. Oh, hoppla, nicht neuer Kampf. Abbrechen! Okay, wir gehen jetzt hier einmal kurz raus. Von dem her, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Trotzdem GG an Mindtube. Dankeschön, by the way, nochmal, dass wir so früh kämpfen kommen, weil wir haben gerade mal Dienstag. Und ich hoffe, euch hat's gefallen und man sieht sich beim nächsten Spieltag. Muss mal gucken, gegen wen wir da überhaupt nochmal ran müssen. Von dem her, bis dann.